Was war bis jetzt das Highlight? Also wir hatten gestern einen ganz, ganz einen guten Start. Wir haben hunderte von Leuten bei uns im Haus, vom In-, vom Ausland. Wir hatten sehr viele Telefonbütter, also eine riesige Bütterbeteiligung. Und wir haben gestern ganz, ganz gut verkaufen. Natürlich hat China alles überragt. Es hat so gestern auch eine Panne gegeben, technische, oder? Wo mal das Internet abgestürzt ist. Was ist da passiert und was machen wir dagegen? Ja, also wir sind ja gut abgesichert, Server, zweite, dritte Server etc. Aber manchmal ist man einfach gegen die Technik nicht gefeit. Und wir haben einfach festgestellt im Nachhinein, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo eben gerade die Türen China losgekommen sind, extrem viel Traffic auf dem Server hatten. Und wir vermuten einfach vor allem auch eben aus China Leute, die da haben wollen, mitverfolgen wollten, was da gegangen ist. Und wir vermuten einfach, dass das eine klassische Überlastung war. Und dann haben wir das System neu aufstarten und nach einer Viertelstunde ist alles wieder gelaufen, so wie es hätte sollen. Sie haben es angesprochen, gestern ganz viele Chinesen da. Welche Rolle spielen die Chinesen? Ja, China ist halt ein Land, wo Sammeln, Kulturgüter ganz, ganz eine wichtige Rolle spielt. Es gibt viel mehr Sammler in China, wie zum Beispiel in der Schweiz. Und die möchten ihr Kulturgut auch wieder retto holen auf China. Und darum sind natürlich so Sachen auch sehr beliebt. Wie viel Geld wird umgesetzt an so einer viertägigen Auktion? Ja, das ist noch schwierig jetzt im Vorfeld zu sagen. Also gestern Abend waren wir jetzt bei 4,2 Millionen gewesen. Und jetzt müssen wir dann mal schauen, was wir heute schaffen. Ich denke auch ungefähr um 2 Millionen plus. Und dann schauen wir noch, was Schmuck und Uhren macht. Und dann wissen wir dann, wo wir stehen. Bei so grossen Umsätzen braucht es sicher auch viele Sicherheitsvorkehrungen. Können Sie da ein bisschen etwas sagen, was es da braucht, dass alles geregelt abläuft? Ja, also unser Haus ist grundsätzlich sehr sicher gebaut. Also es sind natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen schon mal per se da. Aber während diesen Auktionen, vor diesen Auktionen, nach diesen Auktionen, wenn wir sehr viele Objekte, Sammelgüter bei uns im Haus haben, sehr viel Wert bei uns im Haus haben, haben wir zusätzlich ein Sicherheitsteam. Das ist ein mehrköpfiges Sicherheitsteam, angeführt von Andreas Sartori. Der ist spezialisiert auf die Beschützung von solchen Objekten. Und da legen wir grossen Wert drauf und investieren da relativ viel Geld in Sicherheit. Wie können Sie sicherstellen, dass alle, die hier bieten, dann auch zahlen, schlussendlich? Ja, also wir haben, ich muss jetzt sagen, ich müsste gerade irgendwo Holz anlangen, wir haben die letzten Jahre ganz wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt immer mal einen Ausfall, aber wir gehen einfach die Ware erst raus, wenn sie zahlt ist, weil da sind wir auch am Einlieferer, also am Verkäufer auch schuldig. Jetzt stehen noch knapp 3 Tage vor Ihnen. Auf was freuen Sie sich persönlich am meisten auf Ihre Auktion? Ja, also der Schmuck- und Uhrenauktion morgen, also die klassische Saalauktion, die ich ja dann auch selber versteigern werde, ist natürlich schon ein bisschen mein persönliches Highlight auch. Aber auf die bin ich auch nervös, weil ich habe nicht die gleiche Routine wie mein Vater, der jetzt schon 30, 40 Jahre versteigert. Aber ja, ich freue mich sehr drauf.